Ihr Partner für Energie und Sport in der Region. Juliette, das Halbfinale ist erreicht. Es geht gegen Schwerin. Ein Gegner, den es noch gar nicht so lange her auch schon mal gab. Wie sind deine Gefühle dafür? Stimmt, wir haben schon zweimal gegen Schwerin gespielt. Einmal gewonnen, einmal verloren. Also ja, Schwerin weiß, wie es ist, um Finales zu spielen. Und ich glaube, das ist ein starker Gegenstander. Also ja, ich freue mich natürlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch der Kampf sozusagen ein bisschen das Kämpfen zurückkommt. Und das hat man, glaube ich, im Viertelfinale gesehen, ja. Dass da ein bisschen mehr Kampf, ein bisschen mehr Power irgendwie im Team war. Hast du das auch gefühlt? Ja, richtig. Jetzt, wir freuen uns, dass es losgeht. Die Playoffs natürlich. Ich glaube, Straubing ist auch ein Team, die immer kämpft. Also du musst die ganze Zeit da wirklich sein. Und ich glaube, das brauchen wir auch bei Schwerin, ja. Jetzt will man natürlich, wenn man im Halbfinale ist, auch einen nächsten Schritt machen, einen Schritt weiterkommen. Das Finale war schon immer natürlich der Traum von den Zuschauern, aber auch natürlich von euch. Ja. Wie optimistisch bist du, dass dieser Traum auch Wirklichkeit wird? Natürlich bin ich optimistisch. Ich freue mich, wieder viel zu trainieren und auch vorzubereiten zu die nächsten Gegenstände. Ja, ich glaube, wir haben einen guten Teamspirit jetzt und ich hoffe, dass wir das auch gegen Suhl machen können. Was jetzt nicht passieren darf, ist, dass man am Ende der Saison müde wird. Merkt man trotzdem diese Saison, die doch sehr anstrengend war? Merkst du das selbst oder spürst du, dass durch das Training es so ist, dass ihr jetzt genau an dem Level seid, das ihr auch braucht? Ich glaube, die Energie ist ganz gut im Team. Also natürlich, es war ein langes Saison, aber wir haben so viel zusammengearbeitet jetzt und ja, wir freuen uns sehr auf die Playoffs und ja, jetzt geht es los. Also das ist immer schön. Ich erinnere mich, das war keine gute Erinnerung an das Pokalfinale letztes Jahr gegen Schwerin. Du warst gegen Dresden. Gegen Dresden, sorry. Damals, es kann ja wieder Dresden werden als Gegner. Und ich erinnere mich auch gut, du warst richtig traurig, richtig sauer, glaube ich, dass dieses Finale gegangen ist. Ich habe noch genau deine Emotionen irgendwie im Sinn. Ja. Denkt man dann auch daran und sagt, das wäre jetzt die richtige Revanche, auch für dich persönlich? Eigentlich ist das für mich richtig ein neues Jahr, ein neues Spiel. Also ich denke da nicht so viel mehr über nach. Aber natürlich möchte ich gerne dich schlagen auch. Also ja, das ist auch wie Schwerin, wie Dresden, alle Topclubs möchte ich gerne von gewinnen. Also ja. Ja, unser nächster Sponsor heißt genauso wie unsere Halle, nämlich du hast den auch. Stimmt. Ja, zeig ihn ruhig mal ein bisschen und sag was dazu. Was die Unterstützung auch von den Fans auf der einen Seite, aber natürlich auch von unseren Sponsoren für euch ausmacht. Ja, also für mich persönlich und auch, ich glaube, für das Team ist das, wir fühlen richtig, dass die Fans immer zu Hause schauen und ja, ich hoffe, morgen sind ihr auch alle wieder dabei und unterstützt uns und ja, wir machen das.